Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein neues Video für dich im Rahmen von Hashtag Ungeschönt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Sarah, Isabel und ich, Like Daisy in Spring hier auf YouTube, das ist diese wunderschöne Lady, oh mein Gott, ist die schön, wir sind mittlerweile sehr gute Freundinnen geworden und freuen uns auch dieses Jahr unser Hashtag Ungeschönt Format weiterführen zu können. Und das bedeutet, dass wir halt einfach unsere Liebe mit Make-up mit euch teilen und halt auch ganz ungeschönt und unverblümt im wahrsten Sinne des Wortes die Produkte bewerten. Jo, und ich habe jetzt hier einiges vor mir stehen, denn wir haben uns für den Monat März überlegt, dass es doch ein ganz cooles Thema wäre, wenn wir einfach so einen Frühlingslook schminken. Und ich bin gespannt, wie das bei Sarah Isabel aussieht. Ich habe euch hier eben ein Foto eingeblendet. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich einfach einen Frühlingslook, der tragbar ist, macht oder einen artistischen Frühlingslook. Ich bin super gespannt. Bei mir wird es wahrscheinlich ein bunter Look, aber ein tragbarer Look in dem Sinne. Ne? Ich nutze solche Videos auch immer, um so ein bisschen meine Kiste der Schande, wie Kati von Contra Junkie das nennen würde. Bei mir ist es halt so Produkte, die ich da habe, die ich noch gerne verwenden und zeigen möchte. Oder halt aus Beautyboxen-Produkten, wie zum Beispiel hier von Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Das hatte ich letztens in der Look Fantastic irgendwas, Cosmetic Edition drin, genau. Und da könnt ihr auch, also ich sowieso, ich habe ja einige Kooperationen, ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei und ich verlinke euch das, in der Infobox, genau, aber ich schreibe euch das hier auch immer so mit rein, falls ich gerade bei der Marke oder bei dem Online-Shop oder wo auch immer ich das Produkt her habe, einen Code habe, sodass ihr ein bisschen sparen könntet. Hier habe ich das zum Beispiel von Look Fantastic und mit Look Fantastic habe ich mittlerweile ja eine Kooperation und da könnt ihr mit Claudi Welt 20% auf nicht rabattierte Produkte sparen und 11% auf rabattierte Produkte. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall sparen und das ist cool. Und noch mehr könnt ihr natürlich sparen, wenn ihr das nicht einzeln holt, sondern wenn ihr euch die komplette Cosmetic oder Cosmetic Edition holt. Das ist halt in so einem Bundle drin gewesen. Da waren noch weitere Produkte in diesem Täschchen. Der Primer fühlt sich so an, als möchte er gleich Würstchen bilden. Tut er aber nicht. Also ganz, ganz verrückt. Der macht wirklich ein schönes, weich gezeichnetes Hautbild. Ich mag den wohl leiden. Kommen wir zu Eborian CC Cream in der Farbe Claire. Finde ich mega toll. Das hatte ich auch schon mal da. Hier habe ich jetzt eine kleine Größe mit 15 Millilitern. Und das ist halt ein Produkt, was sich dann auch so, also es kommt so weiß raus, ne? Aber wenn man das dann mit den Händen gleich verteilt, dann platzen diese Farbpigmente auf. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht rot wird, weil ich meine mich zu erinnern, dass irgendeine Farbe davon, ich glaube, das war Light, bei mir ganz furchtbar ausgesehen hat. Ansonsten sehe ich gleich ganz verrückt aus. Aber das kriegen wir noch irgendwie gerettet. Weil das geht jetzt, glaube ich, ganz gut, ne? Und im Frühling mag ich das tatsächlich auch ganz gerne, wenn ich Produkte verwende, die sich schnell und einfach auftragen lassen. Weil ich möchte die Zeit eigentlich draußen in der Sonne verbringen und nicht viel Zeit am Schminktisch verbringen. Aber trotzdem am Schminktisch meine Kreativität ausleben können. Also ich finde, für Claire ist diese CC Cream schon recht dunkel und rotstichig. Also nicht rotstichig, doch schon rotstichig. Peachy, so ein bisschen, ne? Also man muss halt einfach schauen, dass es irgendwie hinhaut, weil wenn man jetzt noch heller ist als ich, also ich sehe das zum Beispiel, wenn ich das an meinem Hals auftrage, der heller ist als mein Gesicht, wird es schwierig, ne? Also ja, aber ich mag die eigentlich total gerne. Und jetzt im Frühling wird meine Haut auch wieder ein bisschen bräunlicher und dann passt das auch schon ein bisschen besser. Auch wenn die Finger danach ziemlich spackig sind. Okay, dann geht es jetzt weiter mit dem Concealer. Da habe ich von Kiko jetzt gerade aus der Beauty Essentials Reihe in der Farbe 01 ein. Das fand ich ganz interessant. Er hat auch so einen ganz aufregenden Applikator, wie manche Augencremes das haben, ne? Den kann man sich natürlich direkt so unter die Augen geben oder man gibt sich ein bisschen was auf den Handrücken. Dann habe ich hier von Crash Cosmetics diesen Concealer-Pinsel und ein Haar dazwischen. Toll. Und trage das dann einfach mal unter meinen Augen auf. Der Concealer deckt nicht wirklich so super krass ab, aber er hält auf. Das ist ganz cool. Mag ich gerne leiden und finde ich auch jetzt schön. Mag ich, ja.
wenn man mitten im Satz vergisst, was man eigentlich als Satzende sagen wollte. Schön. Dann habe ich jetzt als nächstes eine Lidschattenbase von Colourpop, die Party Proof Eye Primer Geschichte in der Farbe Karamell. Ich stelle mir das so vor, dass der Party Proof in dem Sinne ist, dass er auch schweißresistent ist. Und deswegen finde ich den eigentlich ganz gut geeignet für den Frühling. Da ist nicht so viel an diesem Applikator. Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Hä? Ist komisch. Schieben wir nochmal rein. Jetzt haben wir ein Produkt dran. Okay. Und ja, das können wir halt einfach auch ganz gut gebrauchen, ne? Weil wir werden jetzt im Frühling vielleicht auch noch nicht ganz genau wissen, was wir anziehen sollen. Und dann haben wir vielleicht noch ein Pulli zu viel an und dann schwitzen wir vielleicht ein bisschen, möchten aber nicht unbedingt, dass unsere Augen irgendwann auf unserem Kinn hängen. Also ist es ganz toll, wenn man dann halt schweißresistente Produkte verwenden kann. Ich habe jetzt auch gerade einen Code mit Purish, da könnt ihr 20% auf alles in dem Onlineshop sparen. Also nicht nur auf ausgewählte Marken und nicht nur 15%, sondern auf alles 20%. Zum Beispiel auf Danessa Myrix Beauty. Da habe ich jetzt hier den Yummy Skin Rosé Brunch Blush. Und sowas ist halt jetzt auch im Frühling eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube, der könnte intensiv werden. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier so einen Foundation Buffer eigentlich. Und damit trage ich das jetzt mal auf. Oh ja. Mhm. Oh. Schön. Hui. Weil eigentlich so durch Cremeprodukte kann man das ganze Gesicht ein bisschen natürlicher modellieren. Also wir modellieren mit Make-up ja im Prinzip, ne? Wir machen ein Spiel aus Licht und Schatten und auch ein Farbspiel. Und Cremeprodukte sind einfach ein bisschen besser für A, trockene Haut, die ich habe, und B, ich werde dieses Jahr 34 Jahre alt, dementsprechend habe ich auch ein paar Falten, was ich in Ordnung finde, und möchte aber nicht, dass da irgendwie die Falten zusätzlich betont werden mit irgendwelchen Produkten, die ich ja im Gesicht auftrage. Deswegen nehme ich gerne solche Sachen, und das ist ja mal der Wahnsinn, wie ergiebig das ist. Wow! Wenn man das so hat, dann kann man auch noch entweder den Foundation-Pinsel, den man hatte, aber das wären dann meine Finger, oder den Concealer nehmen und dann halt so die Kanten ein bisschen ausbessern. Das sieht schon heftig aus. Wow, 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 wow. Seid vorsichtig damit, ne? Also der wird dann auch wahrscheinlich ewig und 3 Tage halten. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich habe sonst von Nabla auch diesen Two Reasons Blush. Da kann ich richtig dran rumrühren und dann aufs Gesicht geben. Das hier war jetzt ein Dippchen aufs Gesichtchen und dann hast du einen Mega-Blush. Okay, den Sonnenbrand habe ich mir also schon mal ins Gesicht geschminkt. Jetzt gehen wir auch Danessa Myrix mäßig weiter, genau. Da habe ich Tiara hier und das ist einer von diesen Vision Flush Glow Dingern. Die kannst du auch als Liquid Eyeshadow verwenden, wenn du möchtest. Keine Ahnung, warum ich dran rieche. Riecht nach nichts. Ist als Highlighter okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der beste Liquid Highlighter, den ich jetzt je hier mal vorgestellt habe. Da ist der von Charlotte Tilbury definitiv besser, ne? Ich habe jetzt auch nur wenig aufgegeben, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel machen. Da nehme ich dann lieber gleich ein bisschen noch pudrigen drüber. Naja, das ist jetzt nicht so ultimativ, aber es ist okay. Ich hatte in der Box letztens mit drin, war das in der Box? Ja, in der Special Box von Grande Lips, genau, in dem Osterei von Look Fantastic, den Hydrating Lip Plumper von Grande Cosmetics ist das. Und das ist ein ganz fancy Produkt, das schaut so aus. Das macht man jetzt auf die Lippen drauf, damit die so ein bisschen hier aufgeplumpt werden. Das ist halt hier so ein Plastikapplikator, was ich jetzt so okay lala finde. Ja, mal gucken, ob ich jetzt gleich hier mit Schlauchbootlippen sitze oder ihr nicht. Goodie Box Crush, da war der mit drin, ist von Tees der Suit of Armor, also quasi Armors Anzug. Staying Powder, Setting Powder, das ist einfach hier so ein 4,5 Gramm Produkt Magic Dust. Mal gucken, wie magisch das dann auf dem Gesicht wird. Kann ich eigentlich auch den Concealer-Pinsel für nehmen, den mache ich dann so ein bisschen am Handtuch trocken. Also diese Lidschattenbase, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so bombastisch. Die hat sich nämlich zum einen hier total trocken abgesetzt und auf dem Lid ist sie irgendwie gar nicht mehr. Ist ganz blöd. Und auch der Concealer ist super trocken. Also da weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt am Concealer oder an der Lidschattenbase liegt. Das werde ich dann nochmal separat voneinander austesten. Das Puder ist soweit so gut. Nebenan wird jetzt gerade Auto gewaschen. Yay, lieben wir. Wir merken, das wird Frühling, ne? Dann habe ich hier von Essence Color Correcting Mattifying Powder. Das habe ich aus dem Adventskalender. Und das möchte ich natürlich jetzt auch gerne mal so langsam verwenden. Ich habe ja auch von Essence dieses High Beauty in Anwendung.
Und da muss ich wirklich sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, das habe ich ja im Aufbrauchmodus. Und da ist halt auch dieses Grün mit drin, ne? Denn fixieren sollten wir ja definitiv die Base. Ich möchte halt nicht, dass mein Gesicht irgendwo abstempelt, wenn ich irgendwen in den Arm nehme. Genau, dann habe ich jetzt hier einfach mal das Puder aufgetragen. Definitiv mattiert, ne? Aber bei mattierenden Pudern ist bei mir halt immer das Ding, dass im Laufe der Zeit kommt sowieso diese Verschmilzung mit der Haut und wenn ich jetzt auch weitere Produkte drüber gebe. Aber ich habe jetzt hier ein Produkt, was wahrscheinlich ein Dupe zu dem Chantecaille-Puder ist, Leute. Es ist echt krass. Auch Beauty Essentials von Kiko 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Also man hätte das theoretisch auch als Primer unten drunter verwenden können. Also tatsächlich unter der Foundation. Aber ich verwende das jetzt als Perfecting Powder. Schaut euch das an. Also, ja, ne? Kommt einem dann doch relativ bekannt vor. Das sind diese typischen Puder, die habe ich auch schon öfters mal von Kiko gesehen. Und die kannst du so dann übers Gesicht geben. Und damit machst du wirklich einen Hauch Perfektion und bringst aber auch wieder Bewegung ins Gesicht zurück. Das ist ganz, 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 ganz spannend. Müsste es auch noch bei Kiko geben. Das ist ja eigentlich die Limited Edition, die gerade aktuell ist, ne? Also schaut einfach mal gerne in der Infobox vorbei. Wenn es noch nicht ausverkauft ist, dann könnt ihr euch das jetzt mal holen, falls ihr möchtet. Und dann habe ich hier aus einer anderen LE von Kiko das Blossoming Beauty Floral Bronzer Produkt in der Farbe 01 Golden Honey. Das passt einfach farblich jetzt sehr, sehr schön und ist halt eine Blume, ne? Und da habe ich jetzt einen Bronzer drin und den trage ich auch mit diesem leichten Pinsel auf und da ist halt auch ein Blumenpressing drin. Also Kiko macht das sehr, sehr schön bei den LEs oder wie auch immer man das nennen mag. Bei denen, das sind schon Limited Editions, aber so super krass limitiert sind die eigentlich gar nicht. Man bekommt jetzt auch noch Sachen, die vor ein, zwei Jahren eine LE waren, ne? Also ich würde es eher Kollektion nennen. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsbronzer von Kiko, muss ich sagen. Dann habe ich jetzt hier ein Produkt von Huda Beauty und zwar ist das dieser Glowish Blush in der Farbe 01 Healthy Peach und der ist auch recht hell. Den hatten wir in einer Limited Edition auch drin. Ich meine auch Glossy Box ist das gewesen. Den versuche ich mir hier mal aufzugeben. Sehr schwach, ne? Ja. Ich gehe da wirklich intensiv mit dem Pinsel rein. Doch, dann kommt er. Dann kommt er. Nee, guck mal, es ist eine richtig schöne, frische Frühlingsfrische in meinem Gesicht. Das mag ich gerne leiden. Ja, schade Schokolade. Das mit dem Highlighter ist jetzt hier leider nicht so gut gewesen, ne? Also ich habe jetzt nicht wirklich Glow im Gesicht, weswegen ich jetzt zu einem Puder-Highlighter greife. Und zwar habe ich hier aus dem Trashy mir rausgenommen von Anastasia Beverly Hills die Nicole Giero Glow Kit Palette. Und dann nehme ich mir jetzt hier den Ton Kitty Cat. Das ist so ein Rosé-Ton. Oh, oh, ja, schön, aber Glitzer. Sehr, sehr, sehr Glitzer. Also so Glitzer, dass ich den von hier aus in meinem Spiegel sehen kann. So grob ist dieser Glitzer. Das mag ich nicht so gerne. Mal gucken, ob Glow Getter vielleicht besser ist. Ne, oh Gott. Nee, schade. Jetzt sehe ich auch, warum das dann quasi in Trashy reingegeben wurde, ne? Puh. Leider, leider zu sehr Glitzerbombe. Schade. Ja, gehen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich auch mal irgendwo mit drin gehabt von Iconic London. Den hatte ich tatsächlich sogar in zwei Farben in meiner Kiste der Schande. Das ist der Triple Precision Brow Definer. Habe ich hier in der Farbe Ash Blonde. Hier haben wir sowas wie von diesem Nabla-Stift, dass du quasi dir so Härchen einzeichnen könntest. Das ist so ein Filzstift. Hier habe ich einen Spoolie. Und hier habe ich einen herausdrehbaren Stift. Das geht zackig. Das mag ich. Das passt. Finde ich auch total witzig irgendwie mit dieser Dreifachgeschichte. Ich muss aber gestehen, dass ich diese Augenbrauen-Härchen-Einmal-Geschichte, also diesen Stift, was ja quasi das größte von dem ganzen Moped ist, eher weniger benutze. Ne? Ich kann ja mal schauen, ob ich hier vielleicht, wo ich weniger Härchen habe, mir noch welche reinzeichne. Wobei das richtig gut aussieht. Okay, okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Der Stift ist genauso gut, wie er ist. Richtig, richtig schön. Hätte ich nicht erwartet. Dann hat zu Eva ein neues Produkt rausgebracht. Das hatte ich letztens, ich glaube, als Goodie mit dabei. Remarkable Clear Brow Gel Fix and Care. Das sind 3 ml hier drin in der Farbe Clear. Also, ja, durchsichtig halt, ne? Und ich weiß nicht, findet ihr, dass meine Lippen jetzt irgendwie aufgepufft sind? Nö, ne? Ich hatte ein angenehm kühlendes, leicht kühlendes Gefühl auf den Lippen. Aber da sind die Essence Lip
Plumping-Viecher intensiver als das hier. Naja, ist halt ein schöner Gloss, ne? Also vom Auftrag her ist es eine ganz schöne Geschichte hier mit dem Augenbrauengel. Das geht recht simpel, lässt sich hier auch schön so hochkämmen. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das Ganze dann auch hält, das werden wir gleich sehen. Aber so, alles easy peasy. Ja, und jetzt kommen wir zum Herzstück meines Schminkies. Und zwar habe ich eine Lidschattenpalette mir rausgekramt von Glamlight. Ihr bekommt Glamlight auch bei... bei Purish, und da könnt ihr auch halt 20% drauf sparen. Ihr müsst mal gucken, ob es da vielleicht wieder einen Restock gegeben hat, denn ziemlich oft sind die Produkte recht schnell ausverkauft, weil super beliebt. Von Mikaela ist es nämlich die Palette, ja, die Mikaela, die jetzt gerade auch so mit dieser L'Oreal Telescopic Lift Mascara ein kleines Mascara-Gate ausgelöst hat. Und wir haben hier halt so Glitzer drin, was süß ist, und das ist ja einfach die Lidschattenpalette, die ist einfach schön kunterbunt, und die möchte ich jetzt einfach mit euch zusammen verwenden. Weil ich hier keinen Settington drin habe, gehe ich jetzt mal einfach in dieses Kiko-Puder rein und gebe mir das auf meine Augenlider. Ja, wir haben bunt gesagt, ne? Also starte ich hier mit diesem Hellblau, das nennt sich Rhodey. Da habe ich jetzt so einen ganz dicken, fluffigen Pinsel, Detail Pro von Sonia G. Der war in der, wie hieß die Box nochmal? Beautylish Mystery Tralafitti Box drin. Der kommt jetzt hier ganz entspannt einfach, ne, und sehr grob auf die innere Hälfte von meinem Auge. Lid, nicht aufs Auge. So, nach außen hin gebe ich mir dann einfach The Best Color, dieses wunderschöne strahlende Grün. Auch das relativ grob. Einfach druff, druff, druff. Und dann in das Blau so hineinblenden. Dann nehme ich mir einfach so einen Braun, nennt sich How Ya Doin, für den unteren Wimpernkranz. Auch wieder eine matte Farbe. Und ich möchte mir halt super gerne, das ist jetzt ein bisschen fancy, aber wir sind im Frühling und wir sind halt einfach fancy, ne? Handy, diesen Gelbton, den möchte ich mir gerne in mein Inner Corner geben. Dann nehme ich die Farbe Stunning. Wow, ja, das ist dieser Grünton, den habe ich jetzt gerade hier mit dem Finger aufgenommen. Der ist wirklich erstaunlich. Und den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid drauf. Das sieht ein bisschen verrückt aus, ja, ein bisschen kanarienvogelmäßig, aber das passt halt zu mir. So bin ich halt, ne? Genau, das wäre die Palette. Mein Look mit der Palette, den ich jetzt einfach mal in 5 Minuten geschminkt habe. Das finde ich richtig cool. Auch von Zu Eva habe ich hier diesen Cat Eye Pen Blackest Black. Das ist einfach ein Eyeliner, den ich mir jetzt gerne auftragen möchte, denn ich mag einfach Eyeliner zu tragen, und deswegen kommt er jetzt auch mit drauf. Der hat eine, ja, Filz Stiftspitze, beziehungsweise so eine Schwämmchenspitze. Und ich finde, so ein Eyeliner, der macht halt einfach nochmal richtig viel aus, ne? Ich finde, dass der mein Auge einfach wacher aussehen lässt, als wenn ich keinen trage. Ja, das ist kein guter Eyeliner, muss ich leider sagen. Weil der sehr, sehr schnell quasi, während ich male, so, upsala, schon wieder, so trocken wird. Und da muss man echt angestrengt das Ganze andrücken. Naja, it is wie it is. Mal gucken, wie ich den noch so in Zukunft weiterverwende. Aber der war halt echt neu, ne? Das ist echt schade. Dann habe ich hier von Spectrum in Kooperation mit Disney Colorful Pixie Dust Hydrating and Illuminating Mini Mist. 50 ml sind hier drin, und das kannst du halt als Setting Spray oder Fixing Spray verwenden. Und Leute, Moment. Zum einen sehen wir hier natürlich Tinkerbell, und dann sehen wir diesen wunderschönen Nebel da drin. Was soll ich sagen? Es springt einen schon sehr an, ne? Das ist sehr präsent. Jetzt gehe ich mal mit einem trockenen Schwämmchen einfach drüber. Weil da sind schon, also ist kein feiner Nebel, der da rauskommt, ne? Dann habe ich jetzt eine Mascara, und das ist hier von Lancôme, die Idol Mascara. Die hatte ich in einem Adventskalender drin, ne? Und da hatte ich auch letztens von jemandem von euch zugeschickt bekommen, hey, schau dir die auf jeden Fall mal an, die soll total super sein. Ja, ich habe die auch schon mal in klein gehabt. Hat ein Gummibürstchen, was auch so ein bisschen bananenförmig gebogen ist, aber irgendwie doch nicht. Also ganz fancy. Ist natürlich parfümiert, wir reden von Lancôme, ne? Und ja, dann testen wir die mal aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Die Mascara ist schon schön, aber man neigt dazu, man sieht es auf beiden Seiten, abzustempeln. Das ist sehr, sehr blöd. Aber sie macht schöne Wimpern, sie trennt die Wimpern schön und ja, sie macht einfach ein schönes Ergebnis. Verlängert auch ein bisschen und gibt Volumen und Fülle. Ich mag das gerne leiden und diesen Augenlook feiere ich gerade auch richtig hart, ne? Ja, das ist echt etwas, also im Prinzip, ich trage solche Looks auch gerne ganzjährig, ne? Ob ich jetzt Frühling, Sommer, Herbst, Winter habe, ist mir Pelle. Hauptsache, ich fühle mich damit wohl. Ja. Meine Güte, mein Gesicht ist gerade wirklich krass am Leuchten. Und wir möchten das auch noch ein bisschen verstärken mit den Lippen. Das wird so krass. Okay, also erstes habe ich hier den Lip Liner von Judith Williams. Stay Lip Liner, ja, mit Shea Butter. Ich weiß gar nicht, ob das da verschiedene Farben gibt. Ich habe ihn auf jeden Fall hier, ne? Und die meisten Leute hätten jetzt auch hierzu wahrscheinlich eine eher zurückhaltende Lippe oder so gewählt, ne? Dass man da so einen leichten Gloss drauf gibt oder so. Nee, komm. NYX hat eine neue Geschichte rausgebracht. Smooth Whip Matte Lip Cream habe ich hier in der Farbe Onsi Funsi. Keine Ahnung. Diese Farbe. Ja. Okay, krass. Natascha Ochsenknecht möchte gerne ihre Lippenfarbe zurückhaben. Aber es passt schon, ne? Das passt. Meine Kamera ist vollkommen irritiert, aber, hupsala, es passt. Ja, das total. Und für mich ist es, das schreit Frühling. Also so knallige Farben mag ich einfach. Und ich finde, dass zu einem Look halt auch irgendwie so ein Duft passt. Ich habe den, glaube ich, aus Trashy genommen. Oder ich hatte den irgendwie mal zugeschickt bekommen von einer Zuschauerin. Ich weiß es nicht mehr. Das dürfte aber auch eher ein Dupe sein. Eau de Parfum 33ml steht hier drauf. Victor und Rolf Flowerbomb. Ich glaube nicht, dass es das Original ist. Glaube ich einfach mal nicht. Aber ich finde den Duft sehr, sehr passend. Weil alles, was so blumig, süß und warm, nein, warm, blumig, süß ist, das ist halt für mich auch ein Frühlingsduft. Natürlich kann man auch so die aquatische Duftrichtung ins Gesicht, genau, als Frühlingsduft bezeichnen. Wow. Aber das hier ist natürlich eine sehr schöne, blumige Geschichte, als wäre ich quasi in einen Blumenstrauß gefallen. Und schon wieder. Also der Sprühnebel, da muss ich aufpassen. Ich habe mir schon wieder ins Gesicht gesprüht. Egal, was soll's. Mag ich gerne leiden. Was meint ihr? Ja, ich weiß, ich habe übertrieben, ne? Ich wollte eigentlich noch, komm, das kann ich theoretisch jetzt auch nochmal hier drüber machen. Das wollte ich nämlich ausprobieren. Das habe ich nämlich auch in der Zuschauerpost gehabt. Das ist so eine ganz süße Sache. Das Lipgloss Pink, ne? Max Brands, keine Ahnung. Das ist einfach süß. Und das ist ein Lipgloss. Das hätte ich hier so drüber getupft. Mhm. Und dem Ganzen nochmal so einen richtig schönen Glossy Finish zu geben. Mega. Also ich feiere das. Ich liebe diesen Look, Leute. Ich werde damit gleich mit Sammy, Julius und Schatzi wahrscheinlich spazieren gehen, auch wenn sich das gerade draußen ein bisschen zuzieht. Egal. Und ich werde noch das ein oder andere Video damit drehen. Feier ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer perfekter Frühlingslook aussieht. Ich finde, dass das hier Frühling schreit, weil alles, was so bunt und knallig und wieder ein bisschen gewagter ist, wir kommen aus uns raus, ne? Das ist für mich Frühling. Ja, ihr Lieben, schaut gerne bei Sarah Isabel vorbei. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen wird. Ich denke, dass sie auch in diese Richtung gehen wird. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt Blumen aufs Gesicht malen wird. Aber wir schauen mal zusammen. 19:30 kommt ihr Video online. Dazu alles in der Infobox verlinkt und gleich auch in der Endcard, beziehungsweise jetzt auch schon um mich herum. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Nein, ich verlinke dir um mich herum diverse Sachen. Ne? Also auch die ungeschönte Playlist. Dann da könnt ihr nämlich alles sehen, was wir so schon zusammen gemacht haben. Den Kanal von Sarah Isabel und meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Ja, schaut gerne einfach mal so um mich herum vorbei, was euch so inspiriert. Und ja, lasst es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!